Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Splatoon 2 im Story Mode. Und mit dabei ist auch wieder der gute Andy Gamer. Jo. Genau, und wir haben kurz offscreen dieses nächste Level gesucht. 26 ist gar nicht schwer, das sind eigentlich 2, 3 Meter von dem anderen entfernt. Und jetzt gucken wir mal. Und wir machen mit dem Heldenroller hier. Na, dürfte dir eigentlich auch liegen, oder? Ja, das finde ich auch gut. Ach, und da kommen wieder diese Bowlingkugeln. Interessant. Ja, da kommen wieder die Bowlingkugeln zurück. Aber da auch teilweise mit ein bisschen mehr Tricks. Okay. Ich kann nur sagen, da kommen auch noch so richtig große Bowlingkugeln. Ein Problem tatsächlich hier, dass ihr meint, ihr euch was geht mit denen ab? Hier weichen einfach Ja, aus, so die haben doof. diese Ausweichmotoren. Die können doppelt ausweichen sogar. Ja, ich merk's. Ich würde mal Das ist sagen, ein ich bisschen nutze gut. mal dieses Ding da. Ja, Ja, sollte das man wohl One-Hit auch. Kill. Diese Bomben. Ich glaube, das ist eine bessere Idee, wenn man die nutzt. Die Der beeilen wurde gerade sollte. Von der Bowlingkugel geschoben. Puh, es ist schon wieder krass hier, was hier abgeht. Viel Leben hast du gerade nicht mehr. Naja, gut, eins habe ich verloren und. Aber man regeneriert sich ja. Ja, eine Stufe zumindest. Ach, und die Drehdinger. Ja, mir gefallen sie auch, Limone. Ich mag diese Teile auch total. Also ich mag sie auch, Ironie und so. Besonders in Kombination, wenn da noch krasse Gegner sind. Ja. Vor allem, wenn Okay. da dann noch solche Splatling-Leute oder so Sniper stehen. Oh ja, das ist schön. Scheint wohl nichts mehr hier gewesen zu sein. Ja, die Schriftrolle war in dem Level ziemlich leicht, aber ich weiß gerade nicht, wo das andere war. Okay. Oh, die Schriftrolle war echt ziemlich leicht. Ausnahmsweise mal. Da bin ich ja mal gespannt. Naja, okay, gut zu wissen, dass da eine Kiste ist. Ah, da unten, hinter dir ist das Teil, glaube ich. Ah ja, genau. Das ist immer auch so lustig, dieser Bauerntrick, da einfach hinter einem zu Ja. verstecken, wo man da eigentlich gar nicht im ersten Moment dann denkt, dann nochmal nach hinten zu gucken. Uiuiui. Ah, da hätte ich dir empfohlen, vielleicht das zu werfen, das Teil. Aber naja, du schaffst auch so. Weil das bremst Naja, dann. mehr oder weniger. Weil die Wolke bremst die Bowlingkugeln ab. Und das ist Ach ja noch eine so, zweite ja, gut. Stimmt, Teil. ich habe da ja die Bombe da. Ah ja, okay. Dann spring Ah, einfach ah, ins Wasser, du komischer Gegner. ah. Ja. Die haben auf jeden Fall gut in IQ. Ach so, hier gibt es ja sogar mehrere. Ja gut, ich denke mal, dann Ja. sollte man das auch Also, tun wahrscheinlich das eine hier. sollst du am besten hier hinwerfen und das andere hebt ihr für später auf. Ja. Ich denke, dann sollte man das vielleicht auch tun hier, wenn man die schon. Oh mein Gott. Manchmal frage ich mich, wie blöd ich eigentlich sein kann. Ach, diese Drehplattformen sind doch wunderbar. In der Tat. In der Tat. Es nervt, dass man das immer wieder einsammeln musste. Mal sehen, ob ich jetzt gleich wieder sterben werde. Wenn ja, bist du aber ganz weg. Ich weiß. Naja, gut, wenigstens haben wir noch nicht so viel vom Level gemacht, tatsächlich, aber. Ja, das ist Wird frustrierendste, mich wenn schon man blind. wieder auf jeden Fall nerven, tatsächlich. Bitte schön die Tentakel am Boden, ja. Ihr merkt es. Am drehenden Boden. Leichter gesagt als getan, Limone. Ja. Wobei ich dir auch sagen muss, du bist da safe oben, wenn du hier an der Wand so klebst, da können sie dich nicht treffen. Okay. Puh, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade überlebt hatte irgendwie, aber gut. Weil Ja, du mich hast war den einfach Typi mal. getroffen. Ja, wahrscheinlich. Aber das war mehr Zufall als geplant. Aber okay. Nein, das war natürlich geplant. Ja, natürlich. War nicht so, dass ich eigentlich schon gedacht hätte, ich würde wieder getroffen werden, aber. Okay, ich hoffe mal, da war jetzt nichts mehr anders, sonst Nee, die kann man jetzt auch nicht Schriftrolle kommt noch nicht. vorstellen. Oh, die Stelle war so nervig, fand ich. Ja, ich merk's. Wollte ich schon gerade fragen, kommt der Regen denn auch mal? Wie findest du eigentlich den Regen im Online? Findest du den eher nervig oder findest du den schwach?
Wie meinst du das jetzt genau? Ja, also ob du ihn stark findest und er dich oft nervt oder ob er eher so schwach ist und dich nie nervt? Ich würde eher sagen, er nervt mich. Vor allen Dingen, wenn im Salmon Run diese Gegner kommen, dann... Ah ja, das ist echt nervig. Aber auch ansonsten... online kann er manchmal einen abbremsen immer. Ansonsten, ich habe immer... einmal den genutzt als Waffe und irgendwie fand ich den nicht so wirklich brauchbar irgendwie. Der beste ist auf jeden Fall, also das, was mich am meisten nervt, was ich aber selber nicht benutze, ist das Jetpack. Ja, das nervt mich auch irgendwie. Ich komme da immer noch nicht klar mit, wie man das Teil richtig steuert. Ja, ich auch nicht. Aber andere nerven einen damit immer richtig. Da jetzt stapeln die sich so die Kugeln. Ja, interessant. Ein Wunder der Physik würde ich es mal bezeichnen, aber ja. Okay. Wie sie alle exakt gleich rollen auf einem Punkt, ja, ohne dass... Na gut, schaffen sie nicht immer, aber meistens. Na doch, die links schon, nur die rechts nie. Rechts sind die Amateure und links sind die Profis. Kann doch nicht sein, dass ich das Teil da nicht treffe hier. Ah, jetzt. Weil das ist ja sozusagen eine Art kleine Schutzschild, die Fontäne. Und da oben rechts die Box ist auch das die Schriftrolle, also die ist nicht so schwer. Ah, okay. Du musst jetzt hier hochschwimmen am besten und nach links und dann nach rechts einfach, ja, wenn du am Trick bist, dann. Auf jeden Fall den Checkpoint aktivieren. Würde ich mal sagen. Und dann vorrennen und nach rechts. Also ist eigentlich echt nicht schwer. Ja, immer das Time und anpassen, abpassen. Mhm. Ah, Juli hat große Höhen immer gehasst. Aha, interessant, Limone. Für deinen, dass du uns an deinen Gedanken teilhaben lässt. Ja. Ich hoffe, ich schaffe das. Ja, das Nervige ist, die machen das immer dann wieder so mit der anderen Farbe. Oha. Oh, knapper ging es nicht mehr, würde ich sagen, aber ja. Gut. Das war ja richtig knapp. Ah, da sind diese großen Kugeln. Und wieder diese Teile hier. Diese die sind so nervig. Schalter. Die Schalter finde ich ein bisschen nervig. Ich auch. Oh, der Coupon, den habe ich glaube ich gar nicht gefunden. Das Ticket da, ja gut, haben wir wieder denselben Trick wie immer genutzt halt. Oh, ich glaube, ich habe da nicht mehr nachgeschaut dann, weil ich ja schon beides hatte, Schriftrolle und das andere. Ach so. Merke ich halt, dass man immer aufmerksam sein muss. Ja, da ist was dran hier. Ich sollte erstmal den da killen. Aber ist der tot? Ja, keine Ahnung, wie der jetzt gestorben ist. Ja gut, okay. Die sind großen Kugeln, kannst du nicht töten, die haben so Schutz an ihrem... wo sie drin sitzen in dem Cockpit, sage ich jetzt einfach mal. Ah, schön, keine Tinte mehr, sehr schön. Das ist immer das Niceste, ne? Wenn man in bedrängliche Situation ist, dann hat man keine Tinte mehr. Ja. Gerade keine Ahnung, wie ich das hier machen soll. Wobei, jetzt könnte es klappen. Wie findest du es eigentlich, dass sie die alten Specials alle weggemacht haben von Splatoon 1? Gute Frage. Einerseits gut, weil manche haben mich aufgeregt, aber manche andererseits finde ich die neuen auch jetzt nicht so gut. Ansonsten, naja, also... Schade, weil manche Sachen waren cool. Manche finde ich jetzt gut, manche eher schlechter. Ja. Beispielsweise vermisse ich total den Tintentitan. Ja, das glaube ich. Der Tintentitan ist auch eine gute Sache. Aber was ich gar nicht vermisse, ist Schutzschild. Schutzschild war immer so nervig. Ja. Ja gut, ist man jetzt könnte ein bisschen ja jetzt schwächer. Sagen, ja, man könnte ja jetzt sagen, diese beiden Tintentitanen und so hätte diese Kugel ersetzt, aber... Ja, oder dieses normale, schwache Schutzschild, was Eintreffer einstecken kann. Ja. Aber besser Eintreffer als Ewigkeiten geschützt zu sein, das war so OP. Oh ja. Boah, ich habe gerade das Gefühl, das ist ja ich bewege mich hier am Rande des Todes hier, so wie knapp das immer aussieht. Ja, da muss man mal ganz knapp vorbeisneaken, wenn man neben den steht, den Kugeln. Aber gut, das lief doch auch wieder sehr schön, würde ich mal sagen. Normalerweise brauche ich momentan immer länger, habe länger für die Level bisher gebraucht. Das kriege ich die unter 10 Minuten mittlerweile hin. Level etwa so leicht geworden im letzten Welt. Ja, irgendwie schon so ein bisschen. Puh, mal wieder krass hier. Dafür ist es umso schwerer, die Level zu finden. Ja, das stimmt. Kalamari Forschungslabor, Video 5628. Dieses sargähnliche Objekt ist ein Relikt der alten Welt und wird strikt unter Verschluss gehalten. Habe beim Putzen aus Versehen den Stecker gezogen, aber es läuft noch. Interessant. Okay.
Sehr logisch. Ja, das stimmt. Außer es hat Akku. Das stimmt allerdings. Ich frage mich ja, ob das dieses Teil so einen Sinn hatte irgendwie aus irgendeinem anderen, aus dem ersten Teil oder so. Aber ich kann mich jetzt nicht spontan daran erinnern, dass es irgendwo sowas gäbe. Nee, ich auch eigentlich nicht. So, und damit gehen wir mal auf die Suche nach dem nächsten Level. Ja, ich würde sagen, nimm doch das, was in der Nähe von dem unsichtbaren Weg war, da vorne. Geradeaus ungefähr. Okay. Also da, wo gerade... Also jetzt in so die Mitte und dann so schräg nach links, so. Von der Mitte aus. Nach links. Wechseln wir erstmal mal wieder die Waffe da. Ungefähr, warte. Ungefähr da, wo du jetzt gerade hingeschaut hast. Nein, okay. Links. Hierhin bei dem Teil, oder? Nee, da nicht. Also ich weiß nicht, es kann sein, dass da auch ein Level war. Ja, mach mal das. Okay. Nur wieder auf diese schönen Plattformen warten, weil die ja so unheimlich schnell sind, diese fliegenden Untertassen. Die sind richtig wie Sonic. Achso, das war ja das Level, wo wir schon mal waren. Interessant. Oder hier jetzt nach rechts. Ich glaube, da waren wir ja schon. Das war ja das, Ja, also ich meine, da wo sich die Plattformen drehen, da oben ist ein Level. Links. Die Plattformen drehen. Nein, ein bisschen mehr links, du war. Dort. Ja, ungefähr dort. Dort hinten bei den unsichtbaren Wegen kann man sagen. Da rechts davon. Achso, da. Ja, okay. Also da ist zumindest noch ein Level, das weiß ich, aber. So ein anderes? Hm. Na gut, oder ich gehe wieder in mein Lieblingslevel da, aber das ist auch. Welches Level war das? Das 24. da, wo da auch solche bewegenden Plattformen sind. Wo man sich dann unheimlich super an der Wand festhalten muss, um so eins dieser Teile zu bekommen. Ja, ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Naja, gut, ich denke mal, das mache ich dann lieber im nächsten Part. Ich gehe jetzt mal gucken, was wir hier für ein Level haben. Ja, musst du jetzt mit den Teilen hoch. Ah ja, okay. Um die Teile abzuschießen, wäre vielleicht eine Waffe mit mehr Reichweite besser so. Ja, wobei jetzt sollte das gehen. Jetzt komme ich hier zumindest hoch. Ah, okay. Ja, aber irgendwie falle ich dann wieder runter in der Spitze. Da oben ist dann auch das Level eigentlich schon auf den drehenden Plattformen drauf. Okay, deswegen. Ja, gut. Ich glaube, die vier roten Lämpchen sind dort, ist es dann. Aber es dreht sich auch weg. Ja. Das Witzige ist, wenn du dann immer von drauf springst, dann dreht sich es immer ganz schnell so richtig hin. Ja, muss ja gucken, dass man ja nicht ins Giftwasser fällt. Wäre ja ein bisschen unfair. Das wollte ich dann testen, ob man da dann stirbt. Okay, und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, gehst du da mal rein in das Level? Ah, wenigstens stirbt man nicht, ja, okay, aber, achso, ich kann es mir jetzt einfach machen. Ich habe es ja jetzt freigeschaltet. Ja, und was das macht das ja dann immer richtig. Da, 23, ich habe es jetzt zum Glück jetzt freigeschaltet. Ich habe ZL die ganze Zeit gedrückt, aber der geht nicht rein, okay, interessant. War ein bisschen schräg, dann durfte man es nicht mehr betreten, dachten sie. Ah, wahrscheinlich, ah. Okay, ach, das mit. Ah, mit Dopplern, sehr schön, die ich verbessert habe. Passt ja auch wieder mit denen hier, mit den Slider-Ebenen. Diese, wie nennt man diese Förderbänder da? Die erinnern auch so total an Sonic. Ja, schon irgendwie. Sich das sehr auch so ein bisschen bedient, anscheinend. Vor allem, weil man da ja auch so einen Boost kriegt. Ich glaube, da muss man abspringen, vermute ich mal. Ja, das muss man. Yippie. Ich finde, der Sprung ist mal cool. Das stimmt. Und da musst du dann drüber auch, ja. Ach, von dir direkt zur nächsten, interessant. Die gute Frage ist natürlich, wo waren hier wieder Schriftrolle und das Metallteil? Das stimmt. Na gut, scheint nur für die Kalimari-Ringe zu sein, dass man hier springen müsste. Puh, das war jetzt mal richtig Kamikaze, aber gut. So ein fettes Viech, stimmt ja. Oh ja, die haben mich auch richtig genervt. Ich find's froh, dass es diese Dinger nicht gibt. Diese Dinger da, die Infernos da damals verschossen haben. Oh ja, die.
Und dann am Ende noch dieser Mega-Teiler, den man auch so dreimal abknallen muss. Die haben mich so ein bisschen genervt, diese Kämpfe. Vor allem, weil die waren immer in jeder Welt. Das war immer wieder. Ja. Es war halt wenig Abwechslung. Das ist hier ein bisschen besser. Das stimmt. Das stimmt hier. Ich hoffe mal, hier wird nichts sein. Aber ich vermute mal nicht mehr. Ich glaube nicht, nee. Okay, zwei Pfade mal wieder. Ich glaube, oh ja, ich glaube, hier war ein. Ich weiß, wo die Schriftrolle war. Also, die war wirklich relativ fies. Okay. Also, zu erreichen war es, glaube ich, nicht so schwer, aber. Dort zu überleben war ein bisschen schwer. Okay, dann halt eben keine Kalimari-Ringe. Soll mir auch recht sein. Bin zwar eigentlich nach rechts gesprungen, aber irgendwie springt er nur nach oben. Interessant. Hier musst du im Prinzip eigentlich nur ausweichen. Ja. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an ein Mario Party Minispiel, das hier. Und welches? Im 6er gab es so eins, wo man auch sowas machen musste. Ich kenne ja tatsächlich relativ wenig Mario Partys. Ich kenne nur das für den DS. Mhm. Mario Party 9, Mario Party 10, ja, bestes Mario Party und so. Ironie. Und dann kenne ich noch, glaube ich, Mario Party 8, aber ich kenne echt nicht so viele. Naja, also für meine Begriffe sind die Gamecube-Teile am besten. Wobei das 2er für den N64 ist. Ja, ich finde den 2er den witzigsten. Den habe ich auch gespielt, stimmt. Aber nur auf Wii U, Virtual Console. Aber der 2er ist schon witzig, auch wenn der ziemlich viel Betrug war. Aber das ist ja eigentlich bei jedem Spiel so. Naja, was richtig Betrug ist, war der erste, weil der schon am Anfang entscheidet, ja, eigentlich wer gewinnt. Das ist natürlich der Oberbetrug dann. Okay. Jetzt zeige ich auch in irgendeinem anderen Mario Party so. Also eigentlich wurde das zurückgeschraubt. Für meine Begriffe denke ich immer noch, dass der, dass die 9er, wow. Wer dachte, jetzt ist jetzt schon wieder raus. Also dass der 9er und 10er auf jeden Fall, die jetzt von ND-Cube gemacht sind, die ja sehr betruglastig sind. Ja. Was habe ich da jetzt schon wieder für einen Blödsinn gemacht? Ich habe keine Ahnung. Fragen Sie mich bitte nicht, was das schon wieder für eine dumme Aktion war, aber okay. Jake, was haben Sie dort gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich müsste da irgendwie zu den Ballons springen, aber irgendwie dann wohl doch nicht. Und naja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas verpasst. Ich bin gerade am Überlegen, wo dieses andere Teil war. Okay, wahrscheinlich habe ich schon was verpasst. Okay, ich habe jetzt auch den Checkpoint aktiviert. Na super, dann habe ich beim nächsten Mal hier reingehen müssen, stimmt. Das finde ich auch super, dass man bei sowas nur eine Chance hat. Gut, hätte ich das früher gesehen, dann hätte ich mich umbringen aber jetzt können kommt und dann den Checkpoint nicht. Aber naja, was soll man machen? Jetzt kommt die Schriftrolle. Okay. Also du musst jetzt dann auf so eine Schiene abspringen, wenn du so eine andere siehst. Auf die musst du abspringen. Okay, ja, Concentration. Auf die rechts, oder was denn? Ja, die rechts musst du abspringen. Okay, da war es mir jetzt auch egal, dass ich einen Treffer kassiere. Da ist die Schriftrolle in dieser Box. Alles klar. Aber die wird halt ein bisschen bewacht von diesem. Ja, Gegner. Ich merk's. Wenigstens kann man mit der Doppler richtig schön viele Schüsse abfeuern. Ja, also Schilde kann der schnell zerstören. Vor allem mit dem Upgrade, weil da schießt er ja nochmal schneller. Mhm. Aber schade, dass wir jetzt dieses Anchovium-Ding verpasst haben. Ja, kann man nichts machen. Kleiner Tipp, da kannst du auch durchsliden bei denen. Mit Tintenfischen. Okay, ah ja, stimmt. Warum denke ich ja manchmal an sowas nicht nach? Ja, ich habe das auch ein paar Mal gestorben, bis ich das dann gewusst habe, dass man das kann. Also na gut, das heißt ein paar Mal, ich bin einmal gestorben. Also hast du es ja trotzdem besser gemacht wie ich. Aber wenigstens ist hier noch ein bisschen, wo man sich auch schützen könnte. Aber jetzt geht's hier richtig ab, jetzt eine richtig krasse Achterbahnfahrt. Ja. Ich kann dir nur sagen, das wirst du nochmal so sehen. Okay. Das ist relativ cool, aber ich will dich natürlich ach, nicht. Ach ja, genau, jetzt hat man auch von Sniper Beschuss genommen. Ach, wie nett. Ach, das ist ja nett. Irgendwie so 3, 4 Sniper oder so, die auf dich schießen. Ne, es sind nur 2 sogar. Oh, das ist ja richtig nett jetzt noch am Ende, aber gut. Wenigstens kann ich so eine Bombe aktivieren. Puh. Krass, war knapp, ja. Krass. Aber es ging eigentlich jetzt recht schnell hier, aber ich glaube, dass will ich jetzt nicht holen, das andere Ding, das hole ich dann irgendwann mal wieder. Vielleicht ja auch offscreen. Ja, mal gucken.
Habt ihr euch schon mal gedacht, Mann, mein Geheimversteck sieht ja voll daneben aus? Schnappt euch etwas Glitzerstoff und Klebeband und macht eure eigene Deko. Sieht gut aus und macht Laune. Probiert es mal aus und bleibt spritzig. Ja, das ja, ist ja eigentlich, es ist dir auch aufgefallen, dass man immer im Story-Modus so glitzert hinter hat. So ein bisschen, jetzt noch nicht, Also die glitzert immer so, die sind im Story-Modus, das ist im normalen Online nicht so. Okay. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass halt der Hintergrund hier, wenn man da in so einem Menü ja, ist oder so, dass der glitzert, aber... Wenn man die Glitzer anschaut, die glitzert ja auch so ein bisschen. Ah, okay. Das ist also so online, das ist nicht so. Nicht so aufgefallen, aber okay. Naja, gut. Ich würde mal sagen, im nächsten Part werden wir... Naja, ob ich die Wäsche abschließe, ich denke mal noch nicht. Da fehlen mir ja noch 2 Level, aber... Deins, was du noch nicht geschafft hast. Ja, genau. Und dann noch eins und dann ja der Boss. Aber ich denke mal... Nicht mehr so lange wird es dauern. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke an fürs Zuschauen und dir wieder fürs dabei sein, Andy. Ja, kein Problem. Und ja, wie auch schon beim letzten Mal, unten in der Videobeschreibung und als Videoanmerkung hier sein Kanal. Unbedingt da drauf schauen. Und ja. Jake abonnieren. Und dich auch abonnieren. Und ja, bis dann und tschüss. Ciao.